Gemeldet war ein Dachstockbrand, den wir zusammen mit den Kameraden der Feuerwehr Steinheim bekämpft haben. Es hat sich herausgestellt, dass im oberen Dachbereich einer Dachgaube Glutnester und eine starke Rauchentwicklung war, wonach wir dann die Flächen aufgemacht und geöffnet haben und die Glutnester gerade am Ablöschen sind, sind jetzt doch mit den Nachlöscharbeiten tätig. Es sind 36 Feuerwehrkräfte hier im Einsatz, das DRK ist mit 9 Kräften im Einsatz und die Polizei mit 4 Kräften. Die Schwierigkeit war natürlich, dass die Verbindungsstraße zwischen Kirchberg und Steinheim gesperrt ist. Das heißt, dass die Kräfte aus Kirchberg über den Neuhof Erdmannhausen anfahren mussten. Wir haben unten verläuft die Murmeln, haben hier ein Fließgewässer. Und zur Sicherheit, falls der Dachstock doch durchgezogen wird, haben wir da parallel eine Wasserversorgung aufgebaut, welche wir jetzt aber zurückbauen, wenn wir jetzt nicht mehr brauchen. Wir haben jetzt das geöffnet, denn das soll ablöschen, zum Teil zurückbauen und dann werden wir dem Eigentümer das Gebäude übergeben.